Hallo Leute, willkommen zurück zu Alice. Erstmal tut mir leid für den letzten Part, der war wieder etwas kurz geraten, aber ich wollte verhindern, dass ich das, was jetzt alles kommt, schneiden muss. Ich weiß nicht genau, was alles kommt, wie lange es dauert, aber trotzdem. Deswegen der relativ frühe Schnitt. Okay. Aber nun geht es los. Wir laden den Spielstand und hoffen, dass wir nicht gleich sterben werden, weil... ich glaube, jetzt kommt etwas nicht Schönes. Aber wir werden sehen. Oh, heute lädst du aber schnell Spiel. Ja, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Doch nicht. Aber gut, ich bin bereit. Hoffentlich. So, was ist nun? Was ist... Muss ich... Das bestimmt. Dann dein Kopf vielleicht. Nee, das. Das ist eine Art Jabberwook irgendwie. Habt ihr das gesehen? Das Vieh? Was? Der Bauch. Ja, jetzt ist natürlich wieder nichts mehr da. Toll. Ich hol mir mal Energie. Wow, wie? Was, da unten war was. Was ist das? Was ist das? Lass mich da durch. Ach so, nur ein Jabberwookie-Stab. Ah, und dann Spor... Was? Nee, Moment, ich hab eine neue Waffe. Wie nennt man das nochmal? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich will hier weg eigentlich. Schieß doch! Was muss ich denn machen jetzt? Vielleicht mal speichern. Könnte ja sein. Ich will hier weg. Was? Irgendwie ist nicht cool. Wo ist meine Machete? Da ist meine Machete. Machete heißt das irgendwie. Nee, nicht Machete. Das ist was anderes. Oh mein Gott. Ich hab Angst. What da? Wo muss ich denn hinschießen, verdammt? Ich kann da gar nicht weg. Ich konnte da gar nicht weg. So. Und weiterspringen. Die neuen auswählen. Und dann irgendwie getroffen werden von irgendwas. Und keine Magie mehr haben. Schön. Schöne Kacke. Oh, da kommt gleich Magie. Das ist schön. Weg da. So, du. Boom. Hab ich getroffen? Ich glaube, oder? Ich weiß nicht, wohin ich... Da drauf. Jetzt hat sie die Waffe schon wieder gewechselt. Warum? Wechselt Alice die Waffe automatisch nach jedem Schuss? Was soll denn der Scheiß? Oh mein Gott. Feuer. Au. Ja, natürlich wechselt sie die Waffe, weil nach jedem Schuss ist quasi mehr als die Hälfte weg. Aber, Mann, fick dich jetzt. Wo ist der Kopf? Wo? Da. Schieß doch. Alice, das war Kacke. Das war Kacke. Okay, aber bisher geht's ja eigentlich. Na, was? Was war das denn? Ich sehe nichts mehr. Schieß einfach mal. Scheiße, steh auf, Alice. Okay. Das war nicht so. Ich habe eine ziemlich bescheuerten Stelle Was? Alice? Ich kann mich so irgendwie nicht mehr bewegen. Doch, jetzt geht's. Ja, verschwinde. Gut. Oh mein Gott, ich habe ziemlich bescheuert gespeichert und das wird mir gleich zum Verhängnis werden, wenn ich nicht gleich Energie kriege. Da vorne, ich muss es bis da vorne schaffen. Lass mich in Ruhe, du Kackvieh. Nein. Ja, super. Wie soll ich denn jetzt von hier wegkommen, bitte? Gar nicht mehr, vermutlich. Ja, indem ich den anderen Weg nehme, vielleicht. Vielleicht bin ich so schneller bei der Energie. Das könnte sein. Ich sehe keine Energie. Verdammte Kacke. So, Messer geht. Was? Wie zum... das Spiel ist mir zu hoch. Das Spiel ist mir echt zu hoch. Moment, könnte ich denn... Oh, halt, da ist es. Da. Nimm es mit, Alice. Jetzt speichern, danke. So, Feuer. Wie bitte, ich hab verfehlt. Moment, ich versuche jetzt mal den Timestop. Das Ding bewegt sich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber... Nee, ich glaube echt, es hat irgendwie funktioniert. Sein Arm bewegt sich auf jeden Fall nicht mehr. Interessant. So, auf jeden Fall, ich heile mich dann gerne mal hoch. Habe ich nichts dagegen. So, und dann, ja. Wo soll ich hinschießen?
In die Mitte habe ich jetzt reingeschossen. Irgendwie hat es nichts gebracht. Gar nichts. Gar nichts. Scheiße, was ist das für ein Kackvieh? Wo muss ich hinschießen? Aber... Mann, ich... Jaha, aha, jetzt da links. Aha. Okay, aber nehme ich gerne wieder Energie mit. La la la, la la la. So. Und nun, wo bist du? Oh, oh mein Gott, viel zu nah bei mir. Ich muss weg, la 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 la. Was ist das für ein Vieh? Darauf schießen. Ich sehe meinen Cursor irgendwie gar nicht. Ich kann ziemlich bescheiden zielen so. Aber ich springe gut. Ich springe gut, das tut. Ja, fick dich. Ich kann dem Laser irgendwie gar nicht entkommen. Ja, schrei nicht so blöd herum, du hässliches Stück Scheiße. So und so und so und darüber und da ist Energie für mich. Alice, du bist schnell, du bist schnell, du bist gut, du bist... Wow, Alice. So, jetzt aber. Wo ist mein Cursor? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe... Hä? Ja, nur ganz minim, der rote Punkt, der ist sowas von klein, das treffe ich ja gar nie. Ja, ich... Lass mich doch mal zielen. Hä? Warum ist meine Waffe jetzt schon wieder weg? Ich bin da am Zielen und zack, Waffe weg. Super. Das bemerke ich dann natürlich auch nicht, wenn es soweit ist. Moment, ich mache jetzt mal Zeitstopp. Alice? Zeitstopp. Na dann halt nicht. Hä? Warum ist das Ding jetzt schon wieder weg? Ich check den Gegner nicht. Habe ich ihn jetzt getroffen? Ja, es könnte sein. Aber ich bin gleich wieder tot. Super. Super. Yay, yeah, Alice. Toll. Du bist klasse. Haha. Freut mich nicht. Manu. Ich verstehe den nicht. Ich habe ihn ja, glaube ich, irgendwie einmal oder so erwischt. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Schieß mir jetzt in den Kopf. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich sehe es nicht mal, ob ich ihn erwische, versteht ihr? Mein Problem ist, ich... dass ich verdammt nochmal Glück hatte, wollte ich sagen. So, ich bleibe jetzt hier. Hast du ihn davon, Spiel. In die Mitte. Ich... Hä? Scheiß auf die Schusswaffe, echt. Die ist kacke. So, ich werde jetzt damit kämpfen hier. So. So, ja, damit treffe ich doch. Hallo, was habe ich vorhin eigentlich versucht für eine Kacke? Ja, eine neue Waffe, geil, muss ich verwenden. Ja, denkst du. Brauche ich nicht. Ich nehme das hier. So, Feuer. Einfach in den Kopf schießen oder in den Bauch schießen. Geht, ja, hallo? Ich mache auf jeden Fall Damage, glaube ich. Ich glaube, ich mache Schaden. Ich hoffe, ich mache Schaden. Ich weiß nicht, ob ich Schaden mache. Ich hoffe es mal. Alice, Alice. Ich dachte schon, sie springt nicht mehr. Okay, Kackvieh, da bist du. Ich feuer dich ab. Ich treff dich. Ich mach dich kaputt. Ich glaube, das war nicht schlecht. Aber das war schlecht von dir, Alice. Sorry Leute, dass ich jetzt gerade nicht viel Informatives sagen kann, aber ich bin ein bisschen nervös. Ganz ein kleines bisschen. Nein! Ah, jetzt ist er gerade hier verschwunden. Ja, aber ich glaube, mit dieser Waffe sollte ich es hinkriegen, wenn Alice... Oh mein Gott. Wenn Alice gut spielt. Ja, einfach Alice die Schuld geben. Egal für was, für alles. Aber seht euch das Vieh an, das ist potten hässlich und irgendwas ist... Ist kaputt. Zack. Ich habe ihm gerade das Messer noch an den Kopf geworfen, also nicht an den Kopf, aber... Es explodiert, aber ich will die Energie haben. So, ich habe jetzt mal gespeichert. Es ist kaputt gegangen. Das ist schon mal in Ordnung. Da liegt ein Stück Fleisch hier. Zack. Stirb. Riesige Fleischbrocken fallen vom Himmel. Habe ich's geschafft? Ja, irgendwie. Ja. Das Wunderland. Es verändert sich und der Greif lebt wieder. Ja. Ja, die Schachwelt. Ja, bleibt natürlich schwarz-weiß, weil ist ein Schachspiel. Nee, wird von schwarz-rot zu... nee, von weiß-rot zu schwarz-rot. Quatsch. Schwarz-weiß zu weiß-rot. So, endlich. Ich und meine Farbengedanken hier. Ja, da war der Anfang, wo wir begonnen haben. Alles wird wieder schön. Ja, normal kann man jetzt nicht sagen, es wird so, wie es früher mal war. So.
Haben wir es echt geschafft? Ja, es sieht so aus. Ja, Alice schließt quasi ihr Buch. Da ist ein Kätzchen. Alice nimmt alles mit. Ach so, sie verlässt jetzt quasi die Anstalt, genau. Verstehe, verstehe. Wir haben nicht nur das Wunderland gerettet, wir haben auch Alice selber gerettet. Cool. Schön, freut mich. Ah, zurücklehnen und mich aufregen, warum jetzt keine Musik läuft. Kacke. Naja, macht nichts. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Auf jeden Fall, ich habe mich, glaube ich, ziemlich bescheiden angestellt jetzt in diesem Schlusskampf. Glaube ich jetzt mal, ich gebe es ja zu. Einfach, weil ich dachte, boah, eine Schusswaffe, geil, muss ich austesten, muss ich damit schießen. Boah. Aber nee, irgendwie habe ich die nicht ganz verstanden. Irgendwie hat er mir immer alle Magie abgezogen, während ich gezielt habe und... Ja, ich verstehe es nicht. Deshalb, Jabberwocky-Stab und damit ging es dann doch relativ leicht. Ja, wenn man erstmal weiß, man muss in Bewegung bleiben und man kann einfach draufballern. Am Anfang dachte ich ja, ich muss diesen Jabberwocky-Kopf treffen. Oben rechts meistens, aber irgendwie kann man auf das gesamte, in Anführungsstrichen, Monster zielen. Also, es funktioniert sehr gut. Deswegen, ja, wusste ich nicht, aber es hat ja jetzt geklappt. Auf jeden Fall, wo ist meine Spieleverpackung? Hier. Von wann ist denn das Spiel? Von, ja, 2000, Electronic Arts Inc. Electronic Arts Inc., so heißt das, bla 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 bla. Ja, geeignet ab 16 Jahren, ja gut, das verstehe ich ja auch. Nicht für die Vermietung bestimmt, ja, deswegen habe ich es mir ja gekauft. So, aber Resümee zum Spiel. Es ist halt nicht mehr das neueste Spiel, wie gesagt. Es ist mittlerweile 14 Jahre her, dass das erschienen ist und so. Aber, ja, es gibt ein paar kleine... Ja, ich weiß nicht, ob man den Bug sagen kann. Unausgereiftheiten, das klingt vielleicht besser. Ja, da ich mit Alice festgebuggt bin, doch, ich sage jetzt gebuggt. Da bei diesen schwankenden Plattformen da, ist jetzt egal. Ihr habt es ja gesehen, hoffentlich habt ihr das gesehen. Ja, das war ein bisschen nervig und teilweise wird auch Alice vom Gegner weggeschleudert, gefühlte 2000 Kilometer. Das ist ein wenig nervig, ja. Aber alles in allem, cooles Spiel. Coole Story, coole Aufmachung. Gefällt mir, doch. Hat sich wirklich gelohnt, der Kauf. Zumal ich nicht viel für das Spiel bezahlt habe. Nee, es hat sich gelohnt. Und ich wollte das unbedingt wieder mal spielen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, warum nimmst du es nicht gleich auf? Vielleicht gibt es ja irgendjemand von den Leuten da draußen, die deine Videos sehen, die dieses Spiel noch nicht kennen. Und vielleicht sagen, ja, doch, ist ein cooles Spiel. Will ich vielleicht auch mal zocken. Ich hoffe, ich konnte vielleicht einer Person das Spiel ein bisschen näher bringen. Wenn ja, freut es mich. Wenn nein, okay, ich habe es versucht. Aber ich hoffe, ich konnte jemanden damit ein bisschen unterhalten mit diesem Spiel. Ja, das wäre eigentlich noch viel wichtiger. Wenn ich das geschafft habe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und damit meine ich jetzt nicht mich. Mich hat das Spiel natürlich unterhalten, ist klar. Aber ich meine jetzt jemanden von euch da draußen. So, genug gelabert. Was passiert denn da noch alles? Da kommen ein paar Figuren, da kommen ein paar Namen halt, wie immer in einem Abspann. Ach so, wenn ich da die Maus sehe rechts, ich finde es ein bisschen schade, dass man von denen nicht so viel gesehen hat, auch vom Hasen, dem Mechanischen. Diese Figuren, die fand ich schon immer irgendwie interessant, ja. Aber das Spiel hat gesagt, nö, jetzt kommt das Ende, also besiegt den Endgegner und zack, du bist fertig mit dem Spiel. Ja, der Endgegner. Einfach, dass man quasi gegen die schlechten Gedanken, die, ja nee, nicht das Selbstmitleid, sondern, wie heißt das Wort denn jetzt? Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Schuldgefühle, genau, das ist es. Danke, Hirn, du hast mich doch noch drauf gebracht, eine halbe Stunde später. Egal. Ja, die Schuldgefühle, die schlechten Gedanken, die Alice hat, einfach quasi, die waren der Endgegner. Die waren der Grund, warum Alice Psyche nicht mehr so war, wie sie hätte sein sollen. Und deswegen wurde auch das Wunderland so seltsam, wie wir es bis vor kurzem noch mit ansehen mussten. Aber nun, die schlechten Gedanken sind... bildlich gesehen erledigt, Alice ist wieder normal, sie kommt die Anstalt verlassen und somit ist alles wieder in Ordnung. Wir haben eine gute Tat, was haben wir gemacht? Eine gute Tat vollbracht, wollte ich sagen. Meine Güte, es ist noch viel zu früh. Keine Ahnung, es ist gerade 6.15 Uhr früh. Ja, ich konnte nicht mehr schlafen, dachte mir, ja komm, warum spielst du nicht Alice zu Ende? Aber gut, was, da passiert gar nichts mehr. Was ist der Dream? Ja, ist schön. Ja, Maus habe ich. Hallo, Maus grüßt Maus, super. Oder ja, Ratte, macht nichts. Ich klicke. Ich klicke. Passiert nichts. Sprungtaste. Enter. Escape. Ja, passt.
Okay, Leute, dann werde ich sagen, das war's mit Alice. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja. Das soll mein Endbildschirm werden. So. Wir rennen weg, nicht wahr? Ja, tun wir, Hutmacher, aber wir haben ja das Spiel beendet. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zu meinem nächsten Projekt. Macht's gut. Tschüss.